Meine lieben Zuseher, wir berichten heute vom Autokorso Südburgenland, sind zurzeit in Leupersdorf, Kitzladen, wo uns der Corso über die Bezirke Oberwart, Güssing und Oberpullendorf führen wird. Generell ist zu sagen, es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, weil eigentlich alles schon bekannt ist, aber noch nicht bei allen angekommen ist. Und zwar, dass wir keine Diktatur wollen. Wir haben gestern gelesen in einer Tageszeitung, dass es sich bei den Teilnehmern des Autokorsos um Corona-Leugner handelt. Stimmt das? Corona-Leugner? Habt ihr gelesen? Wo habt ihr es gelesen? In der heute.at. Also ich habe zwar noch nie den sogenannten Virus gesehen, aber dass man den leugnet, das wäre verrückt. Es ist ja was da. Was da ist, ist vielleicht eine andere Frage. Aber leugnen? Da kann ich genau zu euch sagen, ihr seid auch nicht da. Weißt du, was ich meine? Ja? Aber noch so gefährlich ist. Oder aber genau so ist, wie uns das weiß gemacht wird, ist eine andere Frage. Aber da muss jeder selber recherchieren. Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es eindeutig nur um die Maßnahmen der Bundesregierung. Ja, selbstverständlich. Aber natürlich auch, warum sie das machen. Du musst ja ein bisschen hinterfragen auch. Wenn jemand etwas tut und das passt hinten und vorne nicht zusammen, dann geht man normalerweise her und will auch wissen, warum machen die das. Und denk, jeder, der was da mit dabei ist, denke ich, ja, der hat hinterfragt. Und der weiß, dass es eine weltpolitische Angelegenheit ist. Aber das geht jetzt zu weit, jetzt geht es um Österreich. Und eigentlich geht es nur dahin, dass jeder anfängt ein bisschen selber zu nachrecherchieren. Die Leute nicht aufzuwecken, ist blöd, aber sie anzuspornen, mehr zu hinterfragen und nicht alles tun, was ihnen gesagt wird, ohne zu hinterfragen. Und deswegen bin ich dabei. So, hier haben wir einen Teilnehmer, der weit angereist ist aus Niedersachsen, Kreis Gifhorn. Darf ich Sie fragen, weshalb Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen und was möchten Sie damit zum Ausdruck bringen? Erstens, ich bin geborener Österreicher, habe das Glück, dass ich in meinen jungen Jahren nach Deutschland gegangen bin und Chancen vorgefunden habe, die mir in Österreich jetzt verhindert. Das, was wir als junge Leute damals, zu meiner Jugend, bin jetzt 65, erhalten haben, die gibt es nicht mehr, weil wir, ich sage jetzt, in der Politik so viel verändert haben, dass man den jungen Leuten eigentlich keine Chance mehr gibt. Man erzählt viel, man redet viel, aber ich sehe das nirgends mehr. Und deswegen fahre ich immer gerne nach Österreich, um zu unterstützen, damit die Leute wach werden. Was würden Sie aus Ihrer Sicht der Regierung raten? Was sollen Sie ändern? Wenn Sie meine ehrliche Meinung hören, da würde ich nicht der Regierung raten, sondern diese Leute, die jetzt versuchen, uns was zu verkaufen, was wir tun müssen, die ersten drei Ebenen, alle weggehen, damit dahinter die vierte Ebene, die keinem verpflichtet sind, in keinen Netzwerken großartig irgendwo sozusagen gegenseitig sich geholfen haben, sondern die frei entscheiden können und der dann wirklich frei in die Zukunft geschalten. Alle drei ersten drei Ebenen sind so mit sich verbandelt, dass wir gar keine Chance haben, was zu verändern. Im Namen des Orga-Teams und von Martin Rutter und einigen Fans von uns, die was da mitfahren und Teilnehmer, überreichen wir da jetzt was. Und so danke, dass du immer dabei bist. Wirklich. Bravo! Jetzt holen wir noch schnell ein Ständchen Wärme von dir, bevor wir
zum nächsten kommen. Nachdem wir immer wieder als Corona-Leugner bezeichnet werden, obwohl wir eigentlich nur Maßnahmengegner sind und gegen die gesamten Verordnungen, die durch die Regierung erlassen werden, vorgehen werden und dadurch auch regelmäßig auf den Straßen sind, mit Kindern, ohne Kinder, Ältere und Jüngere, möchten wir uns natürlich auch für den ehrlichen Journalismus beim Christian Stoiber bedanken, als Redakteur von Freiheit. Ein herzliches Dankeschön für ehrlichen Journalismus. So, hier sehen wir schön langsam die Ansammlung, es werden immer mehr Autos. Es ist auch die Polizei anwesend, welchen diesen Chor so begleiten werden. Auf alle Fälle, wie man sieht, auch alles sehr gut organisiert. Motorräder sind da. Also wie gesagt, alles super organisiert. Es ist friedlich, jeder ist guter Dinge. Die Autos werden gerade mit Fahnen versehen oder mit irgendwelchen Aufschriften. Also mal sehen, wie es wird. Danke. So, meine lieben Zuseher, das war's für heute vom Autokorso Südburgenland. Vielen Dank fürs Zusehen und für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.